Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute für euch im Test Funke Meteoriten Kaliber A. Ja, NEM 30 Gramm, 30 Stück sind hier enthalten. Es gibt ja auch diverse andere Versionen noch mit Silbereffekt, mit Crackling noch mehr drin. Und ja, heute gibt es die normalen Meteoriten Kaliber A mit einem goldenen Papier. Umwickelt sind die ganzen. Qualitätstechnisch können wir hier, glaube ich, schon sagen, erwartet uns jetzt wirklich was durchschnittlich Besseres, als man sonst in den Set so mit reingepackt hat. Und ja, wir testen einfach mal ein paar. Wir werden jetzt nicht alle 30 wegzünden, aber so ein paar einfach mal testen. Funke Meteoriten Kaliber A. Viel Spaß! So, Funke, Meteoritenkaliber A mit freundlicher Unterstützung vom Pyrokobold hier. Ja, servus. So, schauen wir mal, was die so können, Mensch. Ich bin gespannt. 30 Stück sind drin, wir brauchen jetzt nicht alle 30 zünden. Sind alle also, Gold, oder? Ja, ja. Ah. Bin mal sehr gespannt. Also ich hoffe, dass die schon besser sind als so die durchschnittlichen, die in Sätzen sind. Nehmen wir halt mal ein paar. Genau. Schauen wir mal, was die so können. Gar nicht mal so leise, aber auch nicht zu laut, ganz angenehm. Es sind aber durchschnittlich, würde ich sagen. Schon, ne? Na gut, aber ich glaube, am Ende sollen Meteoriten auch nicht zu laut sein. Nee. Sollen sie ja noch ein bisschen abheben zu den Knatterbälle? Ja, eben. Sonst wirken die ja gar nicht mehr. Na. Jetzt machen wir noch zwei und dann... Der Schlussschlag. Ja, schön. Sehr schön. Also auf jeden Fall sehr gute durchschnittliche Meteoriten. Macht man nichts verkehrt mit. Und riechen gut. Ja, und riechen gut. Und ist halt vor allem cool, weil die es ja doch in der Einzelpackung halt auch gibt. Kann man schon echt. Aber wie viele sind jetzt drin? Stand 30 Stück. Drauf. 30 Stück. Bewegt werden in der Packung. NEM pro 10. Stück. Genau. Mhm. Ja, cool. Doch. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Pyrrhus.